Der französische Lyriker Arthur Rimbaud war Inspirationsquelle für viele Surrealisten und Expressionisten des 20. Jahrhunderts. So auch für Paul Klee, dessen Werk Kamel in rhythmischer Baumlandschaft ist alles zugleich. Es ist abstrakt, gegenständlich, eindeutig, uneindeutig. Man kann es sehen und vielleicht auch hören. A. Schwarz. E. Weiß. I. Rot. U. Grün. O. Blau. Vokale. Einst geb ich euren dunklen Ursprung wieder. A. Schillernder Fliegen, schwarzbepelztes Mieder, die um Gestänke ziehen in schwirrender Spirale. Schattengolf. E. Reinheit des Dampfs, der Rasereien. Speerstolzer Gletscher, Weiß des Königs, Doldenwippen. I. Purpurfarbe, Blutsturz. Lachen schöne Lippen in jähem Zorne oder trunkenem Verzeihen. U. Kreise, grünender Meere, göttliche Gewalten. Friede der Herden auf der Alm. Friede der Falten, die Alchemie tief in die Denkerstirnen fliegt. O. Höchstes Horn voll seltener, gellender Stimmen. Schweigen, durch das die Welten und die Engel klimmen. Omega. Ihrer Augen veilchenblaues Licht.